Für die Piratenfraktion spricht der Kollege Stein. Werter Präsident, liebe Abgeordneten, wir begrüßen das neue kommunale Finanzmanagement. Es schafft Transparenz für die kommunale Finanzlage, für die kommunale Wirtschaftlichkeit. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass wir von IT-NRW mitgeteilt bekommen haben im November 2011, dass die Piratenpartei überhaupt die erste Partei war, die diese Daten gesammelt angefordert hat. Leider sollten die Daten damals 2.500 Euro kosten. Das haben wir ein bisschen kritisch gesehen. 2.500 Euro verhindert Transparenz, möchte ich hier anwähnen. Aber mittlerweile wurde uns zugesichert, dass die Daten nach der Sommerpause kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ja, die vom neuen kommunalen Finanzmanagement, die Haushalte, die Jahresabschlüsse der Kommunen. Ja. Genau. Die Jahresabschlüsse der Kommunen hätten zum Stichtag 31.12.2011 für die Jahre 2009 und 2010 vorliegen müssen. Ja, es wurde uns so mitgeteilt von, genau, richtig. Also, und am 23.12. waren dementsprechend bei Ihnen im Ministerium, bei Ihren Mitarbeitern, Herr Kai Schmalenbach und Herr Carsten Trojan von unserem Landesvorstand und der Sprecher des Arbeitskreises Kommunalfinanz, Matthias Bock, zugegen und haben eben gefragt, wie Sie denn nun versuchen, die restlichen Daten herbeizutreiben. Da haben Sie gesagt, Sie werden nochmal telefonisch nachhaken. Ich kenne die aktuelle Lage nicht. Ich hoffe, die Daten sind mittlerweile ich hoffe, die Daten liegen mittlerweile vor, denn das ist auch ein wichtiges Anliegen für uns, dass wir hier diese Transparenz weiter fördern, dass wir die Bewertbarkeit der Kommunen weiter fördern. Allerdings steckt ja meiner Meinung nach auch eine gewisse Gefahr drin, da müssen wir darauf achten, wenn wir jetzt die Kommunen weiter bewertbar machen und vergleichbar machen, dann werden die auch in irgendeiner Form geratet werden und wir müssen verdammt aufpassen, weil die Haushaltslage der Kommunen natürlich momentan bekannterweise desaströs ist, möchte ich mal sagen, müssen wir halt dementsprechend dafür sorgen, dass kein schlechtes Rating stattfindet, dass die Kommunen nicht erschwert an Kredite kommen oder möglicherweise gar nicht mehr an Kredite kommen. Das Beispiel Oberhausen sei hier mahnend erwähnt. Die WL-Bank vergibt schon keine Kredite mehr an die Stadt Oberhausen. Deswegen fordere ich aufbauend auf das, was wir hier besprechen, zügig Maßnahmen, die wir auch im Wahlprogramm von den Piraten vertreten, eben, dass wir nach dem Verursacherprinzip fordern, dass die Kosten, ich weiß, ich habe da mit Herrn Hertha mal gesprochen, dass Sie da ähnliche Programmpunkte haben, dass die Kosten, die uns der Bund auferlegt, insbesondere im Bereich der Sozialausgaben, eben auch der Bund zu bezahlen hat, wer bestellt, der zahlt. Und dafür sollten wir uns schleunigen nicht sehr einsetzen, meiner Meinung nach. Da können wir nicht noch 2 Jahre warten, bis ein bisschen Grundsicherung der Altersvorsorge übernommen wird. Die Kommunen müssen nachhaltig handlungsfähig werden. Und dafür brauchen wir jede Initiative, die hier gerne auch vom Land ausgeht, die unterstützen wir, ob es beim Bundesrat oder anderweitig geschieht. Wir sind da gerne dabei. Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Kommunen und auch der vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Stein, für die